Hallo, ihr Lieben. Heute möchte ich noch etwas Ergänzendes über das sagen, was ich schon über Erleuchtung gesagt habe. Und zwar aus folgendem Grunde, weil ich immer wieder höre, beziehungsweise auch Videos finde, wo behauptet wird, dass es so etwas wie Erleuchtung gar nicht gäbe. Deswegen möchte ich das heute betonen, dass es sehr wohl so etwas wie Erleuchtung gibt. Und ich möchte hier jetzt auch genau einmal erklären, was Erleuchtung überhaupt ist und um was es dabei geht. Als die Wesen, die wir sind und in diese Welt kommen, um uns zu erleben und zu erfahren, ist es möglich, das in uns zu aktivieren, was Liebe und Licht genannt wird, was eben die eine Seite in uns ist, neben der Seite, die sich hier in dieser Welt zeigt. Wir haben nun einmal beide Seiten in uns. Es ist die Angst, aus der all das erwächst, was in dieser Welt geschieht, und es ist die Liebe. Die Liebe, die Frieden ist. Und genau diese Liebe wird über das, was Erleuchtung genannt wird, aktiviert. Um das einmal etwas genauer zu zeigen, möchte ich gerne etwas dazu heranziehen. Und zwar ist ja dadurch, dass wir in der Medizin die Möglichkeit erreicht wurde, Menschen, die den Körper verlassen hatten, wieder zurückzuholen, kommt es ja zu sogenannten Nahtoderfahrungen. Nun, diese Menschen sind nicht wirklich tot, diese Wesen, sondern sie haben einzig und allein den Körper zurückgelassen, weil er nicht mehr lebensfähig war. Doch durch unsere Möglichkeit über Maschinen und über die Wiederbelebung den Geist wieder zurückzuholen in den Körper, kommt es zu sogenannten Nahtoderfahrungen. Diese zeigen sich ja so, beziehungsweise es wird berichtet, dass sie einen Tunnel sehen, durch den sie hindurchgehen, und am anderen Ende des Tunnels ist ein Licht zu sehen. Das erklärt sich so, weil das, was wir sind, ist reine Energie, ist reines Licht. Und wenn man zum Beispiel einen Blitz sieht bei einem Gewitter, dann kommt das ungefähr dem nahe, was wir in Wirklichkeit sind. Reine Energie, aber bewusste, intelligente Energie. Und wenn wir diesen Körper verlassen, sind wir wieder genau das, was wir in Wirklichkeit sind. Reine Lichtwesen, reine Energiewesen, hell und klar und leuchtend. Und das ist das, was die Menschen sehen, die den Körper verlassen haben, wenn sie am Ende dieses Tunnels dieses Licht sehen. Und wenn sie darauf zugehen, durch diesen Tunnel hindurch und in dieses Licht gehen, und da angekommen sind, dann berichten sie alle, da war nur Liebe, da war nur Frieden, da war Glückseligkeit, keine Angst. Und viele sagten, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin bei Gott. Nun, so ähnlich ist es auch. Denn das, was in uns ruht und sich in dieser Welt nicht zeigen kann, durch all das, was wir hier lernen, durch all das, was wir beigebracht bekommen und vor allen Dingen in erster Linie, dass nur diese Materie Wirklichkeit ist, die Realität ist. Dadurch können wir nicht das sehen, was Wirklichkeit ist, weil es durch den Schleier der Materie verdeckt wird. Der Schleier der Materie, der all diese Programme, Konditionierungen,
Glaubenssätze betrifft, in die wir ja von klein auf hineinerzogen werden. Mehr oder weniger sogar mit Zwang. Nein, nicht nur mehr oder weniger, es ist sogar Zwang. Wir werden in eine Religion reingepresst, in eine Gesellschaft hineingepresst, wir bekommen gesagt, was wir zu tun und zu lassen haben, wir bekommen gesagt, wer wir sind. Doch wenn dieser Körper nicht mehr überlebensfähig ist in der Materie, weil er so stark geschädigt ist, und der Geist gezwungen ist, diesen Körper hinter sich zu lassen, dann ist eben dieser Tunnel da, an dem anderen Ende das Licht wartet. Das Licht, das du bist. Das Licht, das ich bin. Das jedes menschliche Wesen, jedes Wesen in dieser Welt, egal welches Wesen es ist, das, was wir alle sind. Und jetzt komme ich zu dem, was Erleuchtung genannt wird, was dabei geschieht und was das Ziel in dieser Welt ist. Ja, wie gesagt, hier in der Welt erleben wir die eine Seite in uns, aus die Angst, die ich Angst nenne. Ja, aus all das geschieht, deswegen geschieht all das hier in der Welt, aus der Angst heraus, und zwar die grundlegendste Angst überhaupt. Die Existenzangst. Wenn jetzt diese Existenzangst hinter sich gelassen wird, indem man Vergangenheit und Zukunft fallen lässt, indem man sieht, alles, was in der Vergangenheit geschehen ist, war nötig, damit ich anfangen kann, loszulassen, anfangen kann, hinzuschauen, wenn man aufhört, sich Sorgen um die Zukunft zu machen, aufhört, Angst zu haben vor dem, was man Tod nennt, indem man sich mit allem einverstanden erklärt, was gewesen ist und was kommen wird, auch den späteren Tod. Dann kann das aktiviert werden, über die Vergebung, die Dankbarkeit und die Annahme, der voraus die bedingungslose Selbstliebe geht. Dann kommt das Licht in diese Welt und es geschieht genau andersherum, wie das, was die Menschen erleben, die eine sogenannte Nahtoderfahrung gemacht haben. Man geht nicht auf das Licht zu durch diesen Tunnel, sondern das Licht kommt in diese Welt, in diesen Körper und erfüllt diesen Körper komplett, sodass dieser Körper reines Licht wird. Auch wenn er sich in dieser Welt noch als materieller Körper darstellt, so wird doch jede Zelle komplett erfüllt mit diesem Licht. Und wenn ihr schon einmal etwas von diesem Lichtkörperprozess gehört habt, dann betrifft es genau das. Das Licht in diese Welt zu holen, in den materiellen Körper, es hier zu entzünden, damit die Liebe und der Frieden, die Glückseligkeit, die Ewigkeit in die Materie kommt. Und genau das ist der Sinn, der in dieser Welt liegt, weswegen ihr hier seid. Und ohne Unterschied. Ja. Dafür seid ihr hier. Genauso wie ich hier hingekommen bin, um aus all dem zu lernen, aus all den Erfahrungen, um diesen Weg zu gehen, den ich im Herbst 2009 gegangen bin. Den Weg, mich selbst zu erkennen, in dem, was Wirklichkeit ist. Selbstverantwortung übernommen wird für sich selber, für all das, was in dir vorgeht, so wie ich. Und aus der Erkenntnis heraus, dass da keine Schuld besteht, aufhörst zu verurteilen, vergeben kannst, dich entscheiden kannst, dich bedingungslos zu lieben, so wie du bist. Denn im Gegensatz zu dem, was du gelernt hast,
was man dir als Kind beigebracht hat. Bist du ein vollkommen perfektes, unendliches Wesen, das nicht nur das hat, nicht nur diese Seite hat, die sich in dieser Welt so krass zeigt, sondern in dir ist auch die andere Seite. Die bedingungslose Liebe, die Hingabe, die Demut, die Glückseligkeit, das ewige Glück, der Frieden, die Freude. Ich kann das gar nicht alles richtig beschreiben, was dann da ist. Und wenn du das Licht über diesen Weg in diese Welt geholt hast und von diesem Licht komplett erfüllt wurdest, und das ist unverkennbar, wenn das geschieht. Ja? Das ist eine absolute Gewissheit, wenn das geschieht. Dass es tatsächlich geschehen ist, das, was Erleuchtung genannt wird. Da gibt es keine Zweifel mehr, keine Unsicherheit, gar nichts mehr. Nur eine innere, absolute Gewissheit. Und dieses Licht in diese Welt zu holen, das ist Erleuchtung. Und du wirst es sehen, wenn du dieses Licht in dir entzündest. Es geschieht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja, so kann man es sagen. Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und ich wurde getroffen von mir selber. Liebe erfüllt mich seitdem, die ich mit keinem Wort beschreiben kann. Und deswegen glaubt nicht denen, die sagen, es gibt keine Erleuchtung. Denn genau ihr seid das Licht und ihr habt die Fähigkeit in euch, dieses Licht in euch zu entzünden, indem ihr euch selber zuwendet, euch all die Liebe gibt, die ihr da draußen sucht, indem ihr aufhört, euch zu verurteilen, euch anzunehmen, wie ihr seid. Indem ihr dankbar sein könnt für das, was ihr seid, für all die Erfahrungen, die ihr sammeln durftet, um euch weiterzuentwickeln, um dann an den Punkt zu kommen, wo ihr euch entscheiden könnt, ja, ich werde mich so lieben, wie ich bin. Denn egal, wie ich bin, es spielt keine Rolle für irgendjemanden, wenn ich mich nur lieb habe. Glaubt und vertraut euch. Hört diese Worte nicht mit dem Verstand, wie ich sie sage. Hört sie mit dem Herzen, mit eurem Innersten. Es wird euch sagen, dass sie wahr sind. Holt das Licht, das ihr seid. Holt es in diese Welt. Und ihr findet das, was ihr überall sucht. Den Himmel auf Erde, auf Erden. Das ewige Glück. Die Liebe zu euch. Den absoluten inneren Frieden. Jeder Kampf hört auf, wenn das Licht euch erfüllt. Und das, was ich bisher mit dieser Materie identifizierte, stirbt in diesem Licht. Und doch seid ihr immer noch dasselbe, was ihr jetzt seid. Nur eben ohne diesen Glauben, dass ihr nur dieser Körper seid. Denn ihr seid nicht nur dieser Körper, sondern genau das, was diesem Körper Leben gibt. Nein, betrachtet es nicht als ein Gefährt dieser Welt. Das ist es auch nicht. Sondern ihr seid mit Leib und Geist eine Einheit. Geist ist Körper und Körper ist Geist. Diese Welt ist ein geistiges, ein 100% geistiges Wesen. Ja. Und das bin ich, das bist du. Im Geiste wurde diese Welt erschaffen. Und im Geiste entsteht sie. Und wir projizieren sie so nach draußen, dass wir glauben, sie hat eine Realität. Sie ist Wirklichkeit. Im gewissen Sinne stimmt das auch.
dass sie eine Wirklichkeit für uns hat. Denn nur in ihr, mit diesem materiellen Körper, können wir uns erleben, können wir uns erfahren, können wir uns weiterentwickeln. Und jeder hat den freien Willen, das für sich zu entscheiden. Und es geht um eine einzige große Entscheidung. Alles andere kommt dann ganz automatisch, weil es unmittelbar miteinander verknüpft ist. Das eine nicht ohne das andere geht. Es ist die einzige große Entscheidung, dich bedingungslos zu lieben. Mit all dem, was in dir ist. Und um zu wissen, was alles in dir ist und diese Entscheidung treffen zu können, ist es wichtig, dich selbst kennenzulernen. Das heißt, den Weg der Selbsterkenntnis zu gehen und alles, was in dir ist, anzuerkennen. Auch wenn es dir nicht gefällt, das spielt keine Rolle. Denn auch das kannst du lieben, auch wenn es dir nicht gefällt, jetzt in dem Augenblick, wo du das hier hörst. Wenn da etwas Seiten an dir sind, die du nicht so gerne magst. Doch lehne sie nicht ab. Lehne sie nicht ab. Denn alles, was du ablehnst, das bist du, trotzdem. Und du darfst dich mit all diesen Anteilen lieben. Denn du kannst ja gar nichts dafür, dass sie da sind. Doch du kannst dich entscheiden, welche Seite du sein willst. Angst oder Liebe. Krieg oder Frieden. Und wenn du das Licht in diese Welt für dich geholt hast und dein Körper erhellt wurde, dann ist das, was Erleuchtung ist, mit dir geschehen. Ganz alleine durch dich selber. Da ist niemand, der das für dich in diese Welt holen kann. Nur du selbst. Glaube an dich, vertraue dir, schau in dich hinein, alles ist da, ist niemals von dir getrennt gewesen, nur weil du geglaubt hast, du bist ein materieller Körper, konntest du es nicht sehen, doch du hast dieselbe Fähigkeit wie ich in dir, es in dir zu sehen. Wenn du an dich glaubst und dir vertraust. Ja, es ist wirklich so. Auch wenn jetzt Fragen in dir aufsteigen, was redet ihr denn da? Denn das, was mit mir geschehen ist, da war kein Wille, dass es kommt. Ich bin einfach den Weg der Liebe gegangen. Der Liebe zu dieser Welt, der Liebe zu den Menschen. Ich habe nicht nach irgendetwas gesucht für mich, sondern ich habe etwas gesucht für das große Ganze. Nichts war da, das ich für mich haben wollte. Gar nichts. Sondern ich habe nach einer Lösung für das Leid und das Elend in dieser Welt gesucht. Und gefunden habe ich die Erlösung für mich von dieser Welt. Ich habe mein Kreuz auf mich genommen und konnte vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau das habe ich gesagt, aber doch anders. Ich habe gesagt, ich vergebe mir, dass ich Menschen wehgetan habe. Und ich vergebe all den Menschen, die mir wehgetan haben. Denn keiner kann etwas dafür, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aus der Unbewusstheit heraus
geschieht all das hier in der Welt. Doch ihr habt die Fähigkeit in euch, für euch die Welt zu erlösen und bei euch zu Hause anzukommen. In das und das Licht in diese Welt für euch zu holen, dass die Menschenwesen sehen, die für eine Weile ihren Körper zurückgelassen haben. Und dann wieder zurück in diese Welt kamen, ihren Körper wiederbelebten. Ja, genau. Es ist eine Metapher. Diese Wiederbelebung des materiellen Körpers. Es geht darum, euch selbst im Geiste wiederzubeleben. Denn dadurch, dass ihr an all das glaubt, was in dieser Welt ist und geschieht, ist etwas in euch gestorben. Und auch ihr könnt es über das Licht, das ihr in diese Welt für euch holt, wiederbeleben. Und das, was Erleuchtung genannt wird, wo so viele nachstreben, es für sich haben wollen, besitzen wollen, ist doch schon längst da. Es wird nur nicht gesehen, doch es ist da. Und wenn ihr dieses Licht in diese Welt für euch holt, dann werdet ihr sterben, wiedergeboren werden und auferstehen von den Toten. Und der Geist, der ihr selber seid, dieses Licht, erfüllt diesen Körper komplett, bis in jede Zelle, sodass ihr gar nicht mehr anders sein könnt, wie das, was ihr wirklich seid. Da gibt es keine Rückkehr mehr, gar nicht mehr. Es ist nicht umkehrbar. Und das Bewusstsein, Bewusstsein, wie wir ja auch bezeichnet werden, in dem, was wir sind, wird so erweitert, dass alle Grenzen abfallen. Alle Grenzen. Und ihr erkennt, dass ihr in Wirklichkeit ein grenzenloses Wesen seid. Voller Liebe, Frieden, Vertrauen und all das, was ihr verloren glaubt, ist wieder da. Ihr seid dann zu dem Licht geworden, das diese Welt erhellen wird. Einzig und allein dadurch, dass ihr hier seid. Und ihr habt die Fähigkeit, all die Lichter um euch drumherum auch anzuzünden. Denn dafür sind wir hier. Erst um das in uns selber zu aktivieren und um es dann in die Welt hinauszutragen, damit jedes Wesen sich an eurem Licht entzünden kann. Und die, welche dieses Video jetzt anschauen, denen ist klar, wovon ich rede. Holt euer Licht in diese Welt, lasst es strahlen, damit es alle erhält, so wie ich das tue, für euch. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute als das Licht, das ich bin. Und ich werde es strahlen lassen in diese Welt, damit es alle erhält und die Liebe und der Frieden in alle Herzen einkehrt. Auf Wiedersehen. Von Herz zu Herz. Für euch.